Sebastian Hane will für uns heute ein echtes Resteessen zubereiten, den Ofenschlupfer. Wenige frische Zutaten ergänzen nur, was man sowieso zu Hause hat. Ich mache heute einen Ofenschlupfer zusammen mit Anja. Ihr habe ich schon Bescheid gesagt, sie soll die Brötchen von gestern aufheben. Frisch gekauft habe ich jetzt noch Sahne, Quark, Rosinen, Äpfel und eine Vanilleschote. Es wird also süß heute. Sebastians Einkauf ist überschaubar, denn er wird auch bei Gastgeberin Anja nur nach geeigneten Lebensmitteln schauen. Ja, hallo? Hi, hier ist Sebastian. Komm noch hoch ins zweite OG. Danke. Anja! Sebastian, schön, grüß dass dich. Du da bist. Komm doch rein. Dankeschön. Schön. Das ist nachher das Wohnzimmer, wo wir schön gemütlich einen Kaffee trinken können, während der Ofenschlupfer im Ofen ist. Na, da freue ich mich schon drauf. Na, komm dann in die los. Küche. Das sind also die ganzen Brötchen, die übrig geblieben sind. Da ist ja tatsächlich eine ganze Fußballmannschaft satt. Na gut, dass ich da bin. Anja hat wohl doch vorsorglich eingekauft. Reste hätten aber gereicht. Der Ofenschlupfer ist ja so ein typisches Resteessen. In meiner Version werde ich Brötchen, Quark, Vanille, Rosinen, Äpfel im Ofen miteinander backen. Ich werde doch mal schauen, was die Anja noch so in ihren Schränken hat. Vielleicht finde ich da auch noch die ein oder andere Zutat. Und tatsächlich wird Sebastian fündig. Mandeln, Honig und Trockenobst. So, was hast du denn Schönes? Aus dem Kühlschrank gibt es Eier und Butter. Und los geht es mit der Zubereitung. Während Anja sich um die Äpfel kümmert, rührt Sebastian die Quarkmasse an. Gibst du mir mal die süße Sahne, bitte? Warum nimmst du eigentlich süße Sahne? Man könnte theoretisch auch Schlagsahne nehmen, aber süße Sahne hat einfach ein bisschen weniger Fett. Und das macht es dann nicht ganz so schwer. Nun die Sahne und ein Ei mit dem Quark vermengen. Für die Bindung etwas Mehl beifügen und ordentlich rühren. Mit etwas Honig süßen und nach Geschmack Rosinen und geschnittene Äpfel dazugeben. Trockenobst in feine Streifen schneiden und das Mark einer Vanilleschote unterrühren. Das reicht auch wunderbar, dann kannst du das Trockenobst schon mal reinmachen. Und weiter geht es mit Brötchen schneiden. So, Prise Salz noch ran. Ich dachte, es wird eine Süßspeise. Ja, du machst auch bei süßen Sachen, machst du überall immer eine Prise Salz mit ran, weil Salz einfach ein natürlicher Geschmacksverstärker ist, ja. Nun Brötchenscheiben und Quarkmasse abwechselnd in eine eingefettete Auflaufform schichten. Wer es besonders saftig mag, kann alternativ Milchbrötchen verwenden. Zum Schluss mit Mandeln bestreuen. So, fertig. Ab in den Ofen und Zeit für eine Kaffeepause. Das ist ja wirklich eine riesige Couch, wa? Wahnsinn. Na denn? Prost! Echte Entspannung macht das gemeinsame Kochen noch netter. Oh. Zurück in die Küche und ran ans Anrichten. Sebastian serviert mit einer Vanillesoße Himbeeren und Puderzucker. Brötchen können ganz schön verführerisch aussehen. Guten Appetit! Und wie schmeckt es? Ich bin überrascht, was man aus alten Brötchen und ein paar frischen Zutaten so alles zaubern kann. Es war saftig, fruchtig und echt lecker. Und den leeren Teller nachzuurteilen, war es tatsächlich lecker. Wenngleich wohl auch etwas üppig.